Hallo Pferdefreunde. Heute möchte ich euch einen baumlosen Sattel präsentieren, der eigentlich gar kein baumloser Sattel ist. Nämlich den Butterfly. Der Butterfly ist ein Sattel mit einem teilflexiblen Baum. Hauptsächlich beschränkt sich seine Flexibilität hier auf das Vorderteil. Wie ihr sehen könnt, ist er sehr weit zurückgeschnitten. Normalerweise liegt das Kopfeisen hier vorne. Dieser Sattel hat ein anderes Konzept. Hier sitzt ein Kopfeisen drin. Das hat hier einen Winkel und kann das Blatt quasi so nach oben aufhalten. Hier vorne sitzt noch ein Winkel drin, der kann das Blatt nach hinten falten. Das heißt also, der Sattel, der so relativ schmal aussieht, kann vorne richtig weit aufmachen. Das heißt, durch dieses flexible Kopfeisen, leider konnte mir die Firma kein Kopfeisen zu Demonstrationszwecken zur Verfügung stellen, deswegen müssen wir uns das jetzt vorstellen, durch dieses Kopfeisen kann sich der Trapezmuskel unter dem Sattel vorne frei bewegen. Natürlich hat der Sattel hier hinten trotzdem noch einen Baum drin. Das heißt, selbst wenn der Sattel vorne aufgeht und sich der Schwung dadurch ändert, also je breiter der Sattel vorne aufmacht, desto flacher wird der Schwung. Das heißt, er bewegt sich auch in der Längsrichtung ein kleines bisschen mit dem Pferd mit. Nichtsdestotrotz muss ich darauf achten, dass der Sattel grundsätzlich dem Pferd passt. Es gibt den Butterfly in verschiedenen Variationen. Das hier ist jetzt ein Utagräf-Dressursattel mit Komfortspannung. Das heißt, die Sitzfläche besteht nicht aus einer vorgegossenen Schale, sondern ist gurtbespannt. Der federt sehr schön nach. Das Komfortmodell hat unten diese breiten schaumstoffgefüllten Kissen. Die sind sehr flach und sehr breit und haben dadurch eine gute Auflagefläche auf dem Pferd. Der Nachteil ist, man kann sie nicht polstern. Es gibt diese Sättel auch mit wollgefüllten Kissen zum Nachpolstern. Wenn ich den Sattel jetzt mal auf das Pferd auflege, sieht das erstmal ein kleines bisschen witzig aus, weil vorne alles fehlt. Das Problem hat man auch beim Reiten. Man glaubt im ersten Moment, der Sattel passt einfach, der liegt nicht richtig, weil einfach das starre Vorderteil fehlt. Der Sattel liegt aber hier gut hinter der Schulter, eine Handbreit hinter der Schulter auf und so kann sich der Rücken darunter bewegen. Wenn ich den Sattel so auflege, seht ihr, er steht vorne hoch. Das liegt daran, dass der Sattel unter dem Reitergewicht noch nachgibt, wenn er angegurtet ist. Das heißt, wenn ich von oben Druck drauf bringe und von unten den Sattel angurte, seht ihr, der Sattel kommt runter. Man kann das ausprobieren während des Reitens, man kann die Hand runterschieben. Der Sattel bewegt sich glatt über die Hand, ohne eine Druckspitze zu verursachen. Man muss halt schauen, dass hier hinten unter dem Sattel der Schwung für das Pferd angemessen ist. Es gibt diesen Sattel in verschiedenen Variationen. Es passt nicht jedes Modell auf jedes Pferd. Deswegen würde ich durchaus empfehlen, wenn ihr euch für einen solchen Sattel entscheidet, dass ihr jemanden mit einer Auswahl von Sätteln und der ein bisschen Erfahrung damit hat, zu euch an den Stall kommen lasst, damit das für euch beste Modell und das für das Pferd passende Modell dann gefunden werden kann. Je nach Modell kosten diese Sättel zwischen 2.000 und 3.000 Euro, wenn man sie neu kauft. Der Sattel hat 5 Jahre Garantie. Das heißt, Schäden werden da dann kostenlos behoben. Der Sattel sitzt sich wie ein ganz normaler Dressursattel bzw. Springsattel bzw. spanischer Sattel. Man sitzt sehr schmal darin. Man hat einen guten Sitz. Er ist hochwertig und aus gutem Material gearbeitet, also das Geld auch durchaus wert. Dieser Sattel kann sich natürlich hier in der Mitte überhaupt nicht anpassen. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die Sattelkissen, genau wie bei einem englischen Baumsattel, richtig passen. Der Unterschied zu einem Sattel mit Baum ist halt das flexible Vorderstück, das es dem Pferd ermöglicht, in der Schulter frei vorzutreten. Daher ist dieser Sattel im Grunde besonders geeignet für Pferde, die entweder eine sehr aktive Schulter haben, wie Dressurpferde, oder eine sehr mächtige Schulter, wie mein dickes Tinkerchen hier, weil die Schulter sich einfach super frei darunter bewegen kann.
Bei breiten Pferden wiederum das Problem, dieser Sattel ist hauptsächlich für Sportpferde entwickelt worden. Das heißt also, wenn ich ein besonders breites Pferd habe, kann es im hinteren Bereich mit dem Schwung und auch vor allem hier mit der Winkelung der Kissen zu Problemen führen. Diese Kissen sind relativ steil gewinkelt und passen daher eigentlich am besten einem normalen Warmblutpferd. Das heißt, tatsächlich ist dieser Sattel auch am besten für solche Reiter geeignet, die Warmblüter reiten, vielleicht ein bisschen auch im Sport damit unterwegs sind, aber trotzdem dem Pferd eine größtmögliche Schulterfreiheit gewährleisten wollen, damit es sich hinten gut versammeln kann. Wenn ihr noch weitere Interesse an Sätteln habt oder auch an gebisslosen Zäumungen, schaut gerne in meinen anderen Videos. Dort stelle ich euch das eine oder andere vor und wenn ihr einen Wunsch habt, könnt ihr den gerne äußern. Ich versuche ihn gerne zu erfüllen. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch.